Marc Stein, du hast nicht gespielt, trotzdem alles Gute zur Meisterschaft. Ist das jetzt ein gutes oder ein doofes Gefühl? Nein, es ist auch mal ganz schön, das Spiel von der anderen Seite zu sehen heute. Die Jungs haben sich es verdient, die heute auf dem Platz gestanden haben, genauso mitgenommen zu werden wie jeder andere auch, der sonst immer häufig gespielt hat. Und ja, das ist ein Verdienst der ganzen Mannschaft. Da machen wir keinen Unterschied heute, einen Abstrich. Und auch gesehen, wie sich die Jungs miteinander gefreut haben, dass jeder das unbedingt wollte. Jetzt sind wir da, wo wir hin wollten. Und jetzt wartet aber noch ein bisschen Arbeit auf uns. Aber jetzt genießen wir das erstmal, dass wir das schon geschafft haben. Und ja, versuchen weiter, glaube ich, heute noch ein paar Männer gerade sein zu lassen, auch mal ein bisschen länger wegzugehen, aber danach ist der Fokus wieder auf Sonntag. Das wäre eine gute Frage. Wie werden die nächsten Spiele aussehen? Genau wie der Rest der Saison? Ja, also unsere Vorstellung ist natürlich klar. Wir wollen nichts verschenken, wir wollen klare Signale senden, auch an die Konkurrenz. Wir wollen für uns selber natürlich uns auch weiterentwickeln, uns mehr Möglichkeiten erarbeiten, vielleicht auch in den Spielen, um gleich zu signalisieren, dass es eigentlich nicht möglich ist, gegen uns was zu holen. Ja, da ist natürlich auch ein Punkt dabei, dass man sagen muss, ja, okay, man holt hier vielleicht 80, 85 Punkte, wenn nicht sogar noch mehr. Und dann muss man, glaube ich, darüber nachdenken, warum so eine Mannschaft dann nachher noch Relegation spielen muss. Und das ist eine große Frage, die man dann weiterreichen kann. Und wer so dominant ist, und dann kommt es nachher auf ein oder zwei Schiedsrichterentscheidungen an, die vielleicht gut oder schlechter Tag sind, vielleicht, ja, ist schwierig damit umzugehen. In Vorbereitung auf diese drei letzten Spiele in der Saison, was wird der Trainer machen? Wird er was anderes machen? Ich gehe davon aus, dass wir uns selber weiter daran arbeiten, uns einfach zu verbessern, einfach als Mannschaft noch besser aufzutreten, vielleicht noch mehr Möglichkeiten im Team und auch als Mannschaft zu erspielen, ja, und auch als jeder Einzelne in der Entwicklung sich voranzutreiben. Und dann sind wir auf einem guten Weg, denke ich. Danke.